Die 14. Studie der Unternehmerperspektiven beschäftigt sich mit dem Thema Investitionsstrategien im Mittelstand. Grundlegende Fragestellung: Vorsicht versus Vision. TNS Infratest hat 4000 Unternehmer und Geschäftsführer befragt. Damit ist die Studie eine der größten Erhebungen und spiegelt sehr exakt die Denk- und Verhaltensweisen mittelständischer Unternehmen in Deutschland wider. Der große Trend: etwa die Hälfte der Unternehmen sind wieder bereit, langfristiger zu planen. Der Mittelstand investiert vorsichtig. Im Zentrum steht stärker Substanzerhalt als Wachstum. Nur 14% der Unternehmen legen den Fokus klar auf Wachstum. Das Ausmaß ihrer Investitionen halten 3/4 darüber hinaus für ausreichend und zielführend. Ökonomen sehen das kritischer und betonen die Notwendigkeit für eine verstärkte Investitionstätigkeit. Die Unternehmen investieren, um den Betrieb optimal am Laufen zu halten. Prozessoptimierung, Kundenerwartungen, Qualitätssicherung sind die häufigsten Investitionstreiber. Optimieren geht vor Innovieren. Investitionsschwerpunkte sind IT und Telekommunikation, die Ausstattung des Betriebes sowie des Fuhrparks. Nicht Expansion und Kooperation, sondern Bestandssicherung. Bei Investitionen im weiteren Sinne steht das Personal ganz oben auf der Agenda. Personal- und Organisationsentwicklung genießen hohe Priorität, noch vor Markenaufbau und Produktentwicklung. Ein Blick auf die wachstumsorientierten Unternehmen zeigt, sie investieren neben Produkt- und Markenentwicklung in Vertriebsstrukturen und Recruiting. Man hat erkannt, dass Innovationen auch Investition in Vermarktung bedeuten. Das Gros der Unternehmen sieht wenig Potenzial in wirtschaftlichen Megatrends. Als Innovationsmotoren wirken sie nur sehr branchenspezifisch. Positive Effekte werden allenfalls aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung erwartet. Die Risiken der globalen Trends dagegen sind im Mittelstand stärker präsent. Energiewende, Fachkräftemangel und demografischer Wandel bringen für viele Unternehmen Belastungen und einen erhöhten Investitionsbedarf mit sich. Übersieht der Mittelstand die aus den Megatrends resultierenden Chancen? Nur wenige Unternehmen sehen hingegen Probleme bei der Finanzierung von Investitionen. 53% der Unternehmen wollen finanziell langfristige Entscheidungen treffen und die entsprechenden Risiken eingehen. Das sind deutlich mehr als noch in der Befragung von 2012. Aber immer noch fast die Hälfte, 42% der Unternehmen, verstehen unter guter Unternehmensplanung auf Sicht fahren, kurzfristig planen, flexibel entscheiden. Und die meisten Unternehmen neigen dazu, Investitionen weitgehend ohne Fremdkapital zu finanzieren. Aus Sicht von Ökonomen ist das nicht sinnvoll. Fremdkapital sollte ein selbstverständlicher Weg zur Finanzierung von Investitionen sein. Befinden sich zu viele mittelständische Unternehmen noch im Krisenmodus? Ein Blick auf die öffentliche Hand zeigt, eine große Mehrheit der Unternehmer sieht für den Bereich der öffentlichen Investition die Notwendigkeit einer verstärkten Investitionstätigkeit, will aber keine zusätzliche Neuverschuldung. Diese Sicht gilt sogar für Branchen, die in besonderem Maße von öffentlichen Investitionen profitieren würden. Damit die zentrale Frage: Investiert der Mittelstand heute hinreichend in neue Wachstumsfelder, um damit seinem Innovations- und Technologieführeranspruch auch in der Zukunft gerecht zu werden und für die nächsten Jahre im globalen Wettbewerb gewappnet zu sein?